Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und wir werden jetzt mal eben hier dieses Funkel oder Karfunkel oder wie das heißt hier platt machen. Denn wenn wir dieses Karfunkel platt machen, dann wird die Sackgasse, die sich in der letzten Folge wieder aufgetan hat, sich öffnen. Beziehungsweise die ganze Welt wird sich hier wieder verändern. Und wenn die ganze Welt sich verändert hat, dann werden wir neue Wege finden, um weiterzukommen. Ja, dieser Gegner ist nicht stark. Er ist aber trotzdem was Besonderes und er ist Pflichtprogramm. Wir müssen diesen Gegner machen. Denn genau dann ändern sich die Wege. Pass auf, man sieht das jetzt gleich wieder. Ich vermute zumindest, dass man das sieht. So, es löst sich auf. Jetzt sieht man es. Und zack. Ey, es verändert sich nicht nur, es ist einfach viel, viel mehr dazugekommen. Okay. Wege, die uns vielleicht oder sehr wahrscheinlich helfen werden, an unser Ziel zu kommen. Und wir marschieren weiter. Weiter, weiter, weiter. Die Wände hoch. 9 Supertränke sammeln wir auch nochmal. Zack, zack. Hier schlängeln wir uns durch. Und warten quasi schon auf den nächsten Gegner, denn der nächste Gegner wird definitiv kommen. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Right, let's do this. Here we go. Ah, auf die habe ich eigentlich derbe keinen Bock. Aber egal, wir machen sie. Aua. Fertigkeiten, Flares da, einmal rauf. Na, die wollen mich hier wieder aus dem Konzept bringen. Die wollen meinen Stapel umwerfen, die Schweine. Und sie schlägt nur daneben, oder was? Heute wieder Tag des Danebenschlagen. Oder was? Komm, auch nochmal. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ja, das war's gleich mit ihm. Jo, das war's. Aber klar. Fertigkeiten. Sie darf einmal leichter Nebel einsetzen. Zack. Alle wieder gut drauf. Und wir stapeln uns wieder. Ja, Mann, wie viel Leben wir alleine jetzt schon in den letzten Folgen dazu bekommen haben, also unsere Miragen. Dadurch, dass wir hier die ganze Zeit am Trainieren sind und diese gute Erfahrung bringen. Gut, diese Gegner hier jetzt nicht unbedingt. Die bringen, glaube ich, nur 46.000 oder 47.000 war das, glaube ich. Aber andere. Ich glaube, das Beste war 82.000, ne? War bei einem. Bei manchen Gegnern. So 47.000. So, Rain steigt trotzdem mal wieder ein Level. So, wir waren am Rauflaufen, ne? Da muss man echt drauf achten, Mann. Sonst läuft man immer wieder zurück. So, dann gehen wir den das Rohr lang. Mann, ist das ein langes Rohr. Isn't it great how there's so many mirages to find here? Oh yeah, this place is the best. Es klang nicht so motiviert von ihm. Oh yeah, this place is the best. Und ich dachte die ganze Zeit, wir laufen runter, jetzt laufen wir wieder hoch. Es ist ein Auf und Ab. Und wieder andere Miragen. Da werden wir gleich mal wieder hier einen schönen Flare-Star raushauen. Oh gut, die sind relativ resistent dagegen. Nicht so schön. Wir haben irgendwas Komisches auf ihn gemacht. Oh, er ist langsam geworden auf einmal. Langsamer als normal. Die brauchen wir auch nicht fangen, die haben wir schon. Also, glaube ich zumindest. Aber er hat sich schon wieder gefangen. Jetzt ist er wieder normal schnell. Und dann verputzen wir das Ding hier. Ich glaube, die bringen zusammen gerade mal 30.000 Erfahrung. Das ist nicht so dolle. Well, 31.000. Guck, habe ich doch gesagt. Ohne, dass ich es wusste, also ohne, dass ich jetzt schon mal gegen die zwei davon gekämpft habe. Es war klar, so wenige bringen keine Erfahrung. Man braucht immer diese Gruppen oder diese Grüppchen, die zu 5 oder zu 6 sind, um richtig viel Erfahrung zu sammeln. So, ja, wir können wieder hoch, aber nur um die Schatztruhe zu holen.
Sechsmal Super Etter. Brauchen wir nie. Ich habe noch nie Etter in dem Spiel eingesetzt. Man hat ja eh mega wenig Mana oder Zauberenergie. Deswegen. Und nur um die paar Fitzchen da aufzuheilen, braucht man nicht unbedingt einen Etter schmeißen. Walumsteine. Ich weiß nicht, die gibt dir erstmal nochmal eine Ladung Geschenke zum Schluss, bevor wir gleich gegen den Boss kämpfen oder was. Hier sind überall Schatzbrunnen auf einmal. Schelle! Wow. Jetzt haben wir erst 50% geschafft. Also der Gegner wird noch eine Weile dauern. Ihr könnt schon mal euer Essen in die Mikrowelle stellen. Ah, nee, doch nicht. Das war's. Oh yeah, wieder zwei Stufen Anstiege. Level 60 ist nicht mehr weit. Mit den hier. Zweimal Heilmittel. Hier kommen wir nicht runter, dachte ich mir. Also es ist eine Sackgasse, die einfach nur dafür da war, ein bisschen abzusahnen. Kommen wir hier hoch? Oh ja, hier kommen wir auch hoch, aber auch nur für eine Schatztruhe, oder? Doch, nee, wir können noch höher gehen und da unten ist wieder eine, die die Welt verändert. Aber vorher nochmal die ganzen Schatztruhen mitnehmen. Oh jemine, hier ist ja richtig viel Schatztruhe. Hier sind richtig viele Schatztruhen am Start. Holla, die Waldfee. Die nehmen wir alle mit. I guess we're doing this. Und wieder nur so ein Gammelding, ey. Komm, wir laufen weg. Just... Don't bother. Ciao. Du bringst nicht genug Erfahrung, du Bitch. Du Bitch. Tourenalarm. Zwei Hasssteine. Sie sind gehasst. Gehasst, geliebt, vergöttert. Oder wie geht das? Zwei böse Onkels. Na, was kommt jetzt? Oh, nur die nächste Welt. Come on, hang in there, you the two. We're getting a little bit closer to them every step that we... Huh? What's the matter, Tama? Nothing. Something just that gave me a start. That's all that it was. Erschrocken vor nichts. Ja, wir sind jetzt hier lang gelaufen, ohne dieses eine Vieh zu machen. Ich weiß nicht, ob das nicht noch unser Verhängnis wird. Please, promise me, you'll be the careful. Tama, what's wrong? Are you okay? Their threshold is just way too the strong. Like they're invalidating. By the existence. Oh. They must really the hate me. I can't bear to see you in pain. Please go back. But I can't go the back. The three of us are a team. Inacro told me to go look after you. Well, you'll be here in spirit, and that's what counts. We'll call you if we get into trouble. Please? For us, okay? Oh, all the right. But stay on the guard. You still have no idea who you're dealing with. Hey, we can handle them. I mean, come on. We've held our own against almost everything we faced. Right. And don't forget, he's got me. We'll be fine. All right, if you're the with him. What? I'm no good on my own? That goes without the saying. Dude, ouch! Oh, okay. Well, if you're sure, I guess I'll head the back. See you soon! Yep, you know it. Bye. So, the final leg. Lon, you ready? Yeah. Let's thrash those heralds so we can finally go home. Right. Oh shit. Tama ist weg. Tama ist eine unserer stärksten Miragen. Das heißt, wir müssen Tama jetzt einfach ersetzen mit irgendeiner anderen. Was eigentlich nicht so cool ist. So, Kampfstapel. Dann muss ich ihm jetzt was anderes auf den Kopf setzen. Und da nehmen wir... Ja, wir haben nur eine Wahl. Fifri. Und Fifri ist auch die stärkste, die ich noch nebenbei habe. Also, das ist jetzt der Ultra-Feuerstapel. Ultra-Feuerstapel, Bitch.
Der Stapel ist jetzt nicht viel schwächer dadurch. Alter! Neue Mirage entdeckt. Ich will es. Fertigkeiten. Neue Fertigkeiten eigentlich dadurch? Nö. Die Kombo hat gar nichts verändert. Außer, dass ich Analyse nicht mehr habe. Naja. Oh, den muss man anscheinend nur so schlagen. Dann kriegt man den. Ich frag mich gerade, ist es nichts? Es muss doch eine XL-Mirage sein. Denn. Ja, Mann, die fangen wir jetzt. Oh, nee. Ist auf einmal doch wieder weggegangen. Einfangen! Damit haben wir unsere nächste XL-Mirage. Oh yeah, geil. Jetzt haben wir noch eine XL-Mirage, die wir einwechseln können in Notfällen. Das ist richtig nice. Ich dachte mir schon, dass das die XL-Metamorphose ist vom Behemoth. Diese legendäre Behemoth ist doppelt so wild und dreimal so leicht reizbar wie nur ein normaler Behemoth. Er läuft auf zwei Beinen und mit seinen Bauchmuskeln anzugeben. Ja, genau, Alter. Behemonster, ich bin mir sicher. Und den nehmen wir mit. Aber wir brauchen gar nicht, wir werden gar nicht gefragt, weil wir einen Platz frei haben, wird er mitgenommen. Sehr gut. Der wird noch Gold wert sein, glaube ich. Der wird noch richtig Gold wert sein. Ich wäre zwar erfahrungstechnisch wäre der scheiße gewesen, wenn ich den platt gemacht hätte, aber uns wird er in Kämpfen noch helfen können. Weil wir haben jetzt zweimal die Möglichkeit, eine Mega-Mirage einzuwechseln. Gut, er muss jetzt erstmal ein bisschen aufgelevelt werden, ist klar. Da ist ein Tama. Da ist ein Tama zum Fangen. Was, das geht denn jetzt auf einmal ab? Das wird ja immer aggressiver. Das Tama will ich auf jeden Fall fangen. Und ich werde... Sie ist dran. Gut, ich werde kitzeln. Deswegen, ich werde kitzeln. Warte, wir machen das anders. Wir wechseln unsere Mega-Mirage ein, und zwar unseren Eisengiganten. Weil der bringt ja alle Stapel immer auseinander. Darin ist er ja gut. Und dann fangen wir uns gleich das Tama ein. Nachdem er raus ist aus dem Kampf. Resistent, komm, der ist resistent gegen alles, meine Freunde. Oder geht das nicht stark? Fertigkeiten, Großschwert, Arg, Volltreffer, nochmal 0, 0, guckt euch das an, wie er einfach das abwehrt. Und da ist der erste Stapel gefallen. Und der zweite auch? Ne, der zweite noch nicht. Fertigkeiten, nochmal ein Großschwert. Gut, das eine Tama habe ich jetzt aus Versehen gehegt. Aber das zweite Tama kippt auch gleich um. Und jetzt sind wir wieder back in biz. Boah, die heilen sich auch noch gegenseitig, die Hunde. Jetzt aber, zack, haben wir den weg. Ja, Mann, jetzt kommt Tama. Und wir analysieren es. Fertigkeiten. Achso, falscher. Falscher Charakter, der hat ja keine Analyse mehr. Achso, das Tama heilt sich einfach mal komplett. Übelst aggressives Tama, aber gut. Fähigkeiten. Wieder der falsche, scheiße. Jetzt ist sie, jetzt können wir analysieren. Na, was verlangt das Tama? Versuche den Zustand Amnesie. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich dafür überhaupt irgendwas habe, um diesen Zustand zu verursachen. Gegenstände. Krieg
Kriegsgong, Lokokraut, Konfus, Schlafsand, Schlaf, Blind, Bann, Gift, Spinnennetz, Protest, Valum. Ne, ich glaube, ich habe das nicht. Amnesie kann ich nicht verursachen, das heißt, ich muss ihn platt machen. Tut mir leid, Tama. Tama 2.0. Ja. Wie viel Erfahrung wird dieser Kampf wohl bringen? Ich schätze 80.000. Ja, fast. War gar nicht so weit entfernt mit meiner Schätzung. War doch gar nicht so übel. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Stufen das Behemonster jetzt schon angestiegen ist, aber bestimmt auch ordentlich. Ja, und wir machen an dieser Stelle erstmal wieder eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.